Du musst jetzt in die Kamera grinsen. Guten Morgen. Ja, wir sind hier auf dem Wasser unterwegs. Es ist Sonntag, wir haben frei. Versuchen wir jedenfalls. Hi Matze. Drei sind krank geworden und Sven hat wegen den ganzen Sachen gestern tatsächlich, also sagt er, keine Kraft mehr nach Feuerwehr und weiß ich was. Ihr seht ja, Matze und Lutze haben extra eine Begleiterin dabei, die das Auto fährt. Aber schön, dass ihr dabei seid und wieder das eine oder andere dann vielleicht über Burgheide News TV an die Massen schickt oder ins Netz schickt. Da freuen wir uns schon drauf. So, Anni. Yeah. Matze im Blick! Ja, wie jetzt? Jetzt? So. Ja, fertig! Los! Go, 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 go! Volker, Triathlon geschafft. Ach Wahnsinn, es war eine Freude, heute diesen Wettkampf machen zu dürfen. Mit so vielen netten Sportlern, Athleten, mit so vielen netten Helfern und euch. Gerne. Dass ihr wieder mit dabei wart, ganz klasse. War nass im Wasser? Bitte? War es nass im Wasser? Das Eigenartige war, im Wasser war es wärmer als draußen. Also wir waren froh, als wir drinnen waren und los konnten. Wir haben uns auch draußen einen abgeklappert. Genau, man muss ja auf dem Wasser sitzen. Ja. Nicht, nee. Gut.
Also es war mal wieder geschafft. Zwei haben gefehlt, nee, drei gefehlt. Nee, leider, wir wären definitiv 10 Starter gewesen. Also 11 Starter und 3 sind eben krank geworden. Und mit einem Infektintus darfst du sowas nicht machen. Und da sind wir natürlich auch. Wir waren ja auch krank, sind trotzdem mit dem. Wir hatten eigentlich geschlossen. Ja. Heute geschlossen wegen gestern. Wir machen das nie wieder nach dem Feuerwehrfest. Machen wir so eine Aktion. Bloß gut, dass die Wasserschutzpolizei nicht auf dem Wasser war. Nein, also es war wirklich ein sehr erfolgreicher Vormittag für uns. Und es geht ja jetzt weiter mit Imbiss, Versorgung der Athleten und der Helfer. Ihr seid eingeladen. Danke. Endlich. Tschüss von dir. Bis dahin. Tschüss.